diese Geschichte, die ja eine zentrale Rolle spielt, auch in den 70er Jahren. Nämlich ausgehend von diesem Prozess über den furchtbaren Richter. Das war ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar, weil an diesem Punkt deutlich geworden ist, und zwar sichtbar geworden ist, zum ersten Mal für mich jedenfalls, dass das, was Ralf Giordano als die zweite Schuld bezeichnet, nämlich den Umgang mit der Geschichte, und zwar runtergebrochen auf die einzelnen Akteure zum ersten Mal oder jedenfalls in das öffentliche Bewusstsein gerückt ist. Und ich kann das von mir nochmal an einem Beispiel erklären. Ausgehend von dieser Erfahrung und von diesem sehr hautnah Miterleben, ich hatte meine Kanzlei 2 Schritte vom Landgericht in Stuttgart, wo dieses Urteil gefällt worden ist, sind wir natürlich auch dorthin gegangen, wo wir herkommen, in unsere Heimatdörfer, in unsere Heimatregionen und haben gefragt, was war denn da eigentlich damals los? Und bei mir in der Nachbarschaft im Hohenloeschen hatten wir eine Geschichte, die ähnlich gestrickt war wie die von Filbinger, nämlich die berühmten bzw. die tragische Geschichte der Männer von Brettheim, wo in den letzten Kriegstagen von mutigen Ortsschultes, Bauernschultes, Hitlerjungen die Panzerfaust weggenommen worden ist und die dann 3 Mann zum Tode verurteilt durch Hängen sind verurteilt worden, sind gehängt worden, sind 4 Tage lang am Galgen gehängt zur Abschreckung. Und dann hat man sich damit beschäftigt und ist darauf gekommen als junger Jurist, dass die Herrschaften, die die verurteilt haben und die bei der Vollstreckung des Urteils dabei waren, dass die in 3 Prozessen bis spät in die 60er Jahre nicht verurteilt worden sind, sondern in 3 Prozessen freigesprochen worden sind. Und das heißt, das ist ja eine Geschichte, die man sozusagen, das schreibt ja auch die Geschichtsschreibung und das habe ich eben auch dann an diesem Beispiel selber erlebt, dass, glaube ich, unsere Generation dann richtig angefangen hat zu fragen, und zwar in der Gemeinde, in den Dörfern, in den Städten, im Umfeld, im familiären Umfeld, was war denn da eigentlich los? Wo wart ihr da? Was habt ihr gemacht? Und insofern war das im Grunde genommen ein wichtiger Auslöser.